Und Christian Schwönemann die Halle zum Kochen gebracht haben. Es ist auch für die Jungs dann doch etwas Ungewohntes. Diese Kulisse, diese Stimmung, die hier dann wirklich ab der K.O.-Phase rübergeht. Und wir freuen uns jetzt wie Bolle auf die K.O.-Spiele. Bayern München gegen Köln, das sind natürlich jetzt ganz unterschiedliche Vorzeichen. Die Bayern sicherlich hier Top-Favorit, die Kölner bisher mit 0 Punkten aus diesem Turnier gegangen. Aber mit der ersten Möglichkeit, jetzt haben die Bayern im Gegenzug. Denn ab jetzt heißt es keine Fehler mehr. Wer jetzt verliert, ist raus und muss sich verabschieden. Vom Freeway Cup 2016. Hier in Lübbecke. Christian Früchtl, der Keeper der Bayern, jetzt am Ball. Das war eine klasse Mitnahme und ein wunderschönes Tor. Sascha Kovacevic eröffnet die K.O.-Spiele mit einem Traumtor. Lange Ball Früchtl und dann ein wunderbarer Kontakt, gefühlvoll ins Netz. Klasse Tor. Schiedsrichter jetzt übrigens Thomas Lauf vom SSV Reusse Ströhn. Die Kölner im Gegenzug zum Tor. Tor für Köln. 1-1. David Schmidt, der Captain. Und auch die große Gruppe der Kölner. Viele Eltern sind mitgereist. Eingedeckt mit Fahnen, Trikots. Freuen sich natürlich. Nächste Aktion unter Pfosten. Von Nico Fink. Aber es ist Musik drin. In dieser Partie. Von der Bank heißt es schießt, da ist Früchtl aber da. Ja, jetzt ja gerade mit der ersten Mannschaft des FC Bayern in Katar gewesen. Verantwortlichen hier waren sich nicht sicher, ob Bayern ihn mitbringt, aber sind dabei. Große Chance hier jetzt für Leon Klassen. Für die Kölner, die hier ebenbürtig agieren. Wieder Ballgewinn. Patrick Hinke. 16 Tore hat er gemacht in 13 Spielen. Top-Torjäger der Kölner. Die Kölner sind heiß. Merkt man jetzt in jedem Zweikampf. Barkern die Bayern da. Nächste Chance, Lupfer, aber Früchte mit der Spannweite. Freistoß. Jetzt für Köln. Handspiel. Mal auf den Früchtl. Ja, kleines Missverständnis da. Vincent Müller, der Keeper der Kölner. Mit dem Ball. Jetzt die Bayern mal wieder. In der gegnerischen Hälfte. Aber da ist Müller zur Stelle. Ah, schöne Drehung. Möchte gerne einen Freistoß haben, aber. Schießt der Lauf anders. Jetzt die Überzahl für die Kölner und die Führung. Patrick Hinke. Zum 2:1 für den ersten FC Köln. Boah. Da hätte keiner drauf gewettet. Nach der Vorrunde. Und das 2:1. Da wirst du doch bekloppt. Erik Cimbola. Und da sind richtige Emotionen drin. Beim ersten FC Köln.
Sie sind heiß gelaufen. Sie sind jetzt on fire. Hier auf der Platte. Die Halle geht schon mit. Und das Ganze hier um 10:45 am Sonntagmorgen. Das ist bekloppt. Der Freeway Cup. Der Freeway Cup nimmt hier ganz, ganz früh Fahrt auf. Haben die etwa nur gepokert, die Kölner? Die verlieren alles. 2:7 gegen Dortmund, 1:2 gegen Hannover, 3:4 gegen Mainz. Da haben sie schon gezeigt, dass sie nicht abzuschreiben sind. Aber die Bayern, die waren so gut. Stand jetzt aber alles Schall und Rauch. Nächster Schussversuch, Christian Früchtl am Ball. Jetzt Foulspiel gepfiffen. Antoni Trugancic, der einen tollen Eindruck hinterließ am gestrigen Tag. Gute Ablage, Schussversuch, 2-3, klasse Tor, Frank Iwina. Falsch ausgeführt, ablegen lassen, eiskalt in die Maschen versenkt, unten links, 2-3, Bayern zurück im Spiel. Oh, klares Foulspiel, 2 Minuten. Verdächtig. Ja, es gibt die 2 Minuten. Attacke an der Bande. Die Kölner wollen es nicht wahrhaben. Für mich die richtige Entscheidung. Überzahl jetzt für die Bayern und die Chance hier wieder auszugleichen. Iwina. Klasse rübergespielt. Schussversuch, jetzt die Riesenmöglichkeit, aber der Fuß von Vincent Müller lenkt den Ball am Tor vorbei. Riesenchance für Trugancic. Oh, jetzt ist Feuer drin. Jetzt ist schnelle Wechsel. Die Bayern müssen die Überzahl jetzt ausspielen. Müssen einfach den Ball laufen lassen, bis die Lücke sich ergibt. Und die ergibt sich automatisch bei 4 gegen 3. Jetzt hier wild aufs Tor zu knallen, ist dann doch ziemlich sinnfrei. Wieder Vollspieler Kölner, Freistoß bei München. Bald schon wieder im Spiel. Die Bayern wollen es schnell machen. Die müssen, wie gesagt, den Ball laufen lassen. Kurze Ballkontakt und dann dieser Fehlpass. Das darf dann so natürlich auch nicht passieren. 58 Sekunden. Noch Überzahl für die Bayern. Noch ist kein Tor gefallen. Aber jetzt! Der Ball liegt im Tor. Nein! Vincent Müller war da. Es bleibt beim 3:2 für Köln. Und Früchtl mit der Riesenparade gegen Leon Klassen. Es ist ein spektakuläres Achtelfinale. Klassen jetzt auf der anderen Seite mit der Grätsche parat. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es ein Riesenspiel. Mein Applaus für meine Mannschaft. Auf geht's! Es ist jetzt schon Gänsehautfußball, wie er sich hier bietet. Alles auf Anschlag gedreht. 14 Sekunden noch Überzahl für die Bayern. Letzter Abschluss in Überzahl. Köln macht das leidenschaftlich mit den 3 Leuten. Wieder dazwischen. Letzte Aktion, Ball quergelegt. Wieder ist Vincent Müller da. Köln füllt auf, 4 gegen 4, 6,5 Minuten zu gehen.
Wir liefern jetzt keine Daten, wir liefern jetzt keine Statistiken, wir nehmen dieses Spiel so, wie es ist. Hier gibt es keine Pausenfüller, wo ich Ihnen irgendwas über die Vereine oder Mannschaften mit auf den Weg geben kann. Wieder. Starke Parade von Müller. Abschlussversuch, da ist wieder Früchtel. Spieltempo jetzt. Unglaublich hoch. Beide Mannschaften rauf und runter. Vollspiel. Von Kölns David Schmidt. Von hinten in die Beine. Ist doch schnell vom Feld gegangen. Schussversuch, aber wieder als Vincent Müller da. Der hier Man of the Match werden kann. Klasse Spiel von ihm. Abschlussversuch jetzt, Pfosten. Es gibt Freistoß für Köln. Zeit ist angehalten. Das ist ein unglaublich schwer zu pfeifendes Spiel für Thomas Lauf. Ich finde, er macht das sehr, sehr ordentlich. Es ist nicht einfach. Viele enge Entscheidungen. Ist der Lacker meines Erachtens nach wohl immer richtig. Bayern wollte die Kölner jetzt zurechtlegen. Kommen jetzt zum Abschluss. In Person von Marcel Ziller. Nächster Ball jetzt auf Hermann Kubaschian, der sich da durchsetzt und trifft für Köln. 4-2 für den FC. Vorne Carlos de la Cruz fordert es nochmal ein. Vollgas, Jungs. 4 Minuten noch zu gehen. Alles raushauen. Dann haben wir die Bayern hier geschlagen. De la Cruz, passt auf. Das wäre ein Ding hier. Wieder Foulspiel. Ah, die Kölner sind an der Grenze. Immer zum Erlaubten. Nächster Schussversuch, aber wieder ist Vincent Müller da. Und wieder gibt es da die Wortgefechte. Immer wieder verstricken die sich da in Diskussionen. An der Banne festgehalten. Es gibt Freistoß für den ersten FC Köln. 2:40 noch auf der Uhr und 2 Tore Vorsprung für die Kölner. Aber entschieden ist das hier noch nicht. Bayern hat die Qualität, hier noch 2-3 Tore zu machen in der Zeit. Haben jetzt schon ein Feldspieler am Tor. Frank Wiener ist drin. In der Kiste und Grätsche am Mann von Noel Chaliskan. Jetzt also Evina. Starke Ballbehandlung, guter Abschluss, aber der Ball über das Tor. Der macht einen richtig guten Eindruck.
Langer Ball jetzt. Klasse Drehung. De La Cruz. Die Wiener hier ohne Handschuhe. Im Tor. Wieder Freistoß für den FC Bayern München. Wilde Proteste der Kölner. Wieder Foulspiel. Anderthalb Minuten noch auf der Uhr. Zweiter Ball im Spiel. Ballbesitz. Für die Bayern der Ball. Bleibt im Hallendach. Wir gehen in die letzte Spielminute. Bayern muss zweimal treffen, damit sie ins Elfmeterschießen geht. Das wäre ein Riesending. 9 Punkte in der Vorrunde. 0 Punkte Köln. Was meinen Sie, was gleich beim FC los ist, wenn die das Ding hier über die Bühne gebracht haben? Das wird richtig Emotionen geben. Und der Ball wieder in die dritte Etage. Bayern hat es verpasst, ruhig zu bleiben. Oh, hier sind die 4 Sekunden schon längst rum, Thomas Lauf. Wieder Foulspiel. Nicht geahndet. 26 Sekunden, das müsste es eigentlich gewesen sein. Nochmal der Kopfball, aber klasse Parade von Frank Wiener. Da ist er nochmal. 8 Sekunden auf der Uhr, das war's. Der erste FC Köln zieht ins Viertelfinale ein. Der FC Bayern München scheidet nach 9 Punkten in der Vorrunde aus. Schluss. Wir melden uns gleich weiter mit dem Mühlis gegen Mainz 05.